Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber, Peter Blum. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Kongress der Controller in München. Und was jetzt passiert, ist ein spontaner Podcast. Das war nie geplant. Aber auf der anderen Seite, wir können nicht nur von Controllern immer Agilität erwarten, sondern müssen das auch hier mal im Podcast leisten. Und das tun wir jetzt. Und bei mir ist Dr. Georg Schneider, Leiter des Arbeitskreises Moskau. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit nutzen darf, hier Ihnen etwas über meine Erfahrungen erzählen zu können. Jetzt werden wirklich sagen, Arbeitskreis Moskau, was ist das? Was ist das Spannendes? Welchen Nutzen können wir daraus ziehen? Bevor wir da einsteigen in das Thema, Herr Dr. Schneider, vielleicht können Sie ein bisschen was über sich erzählen. Sie sprechen perfekt Deutsch, das hat man gerade schon mitbekommen, leben aber in Moskau. Und wie sind Sie da hingekommen? Vielleicht ein paar Worte dazu. Ja, vielleicht ein paar Worte zu meiner Person selbst. Ich lebe inzwischen nur noch temporär in Moskau. Ich habe aber eine relativ lange Geschichte, die jetzt schon etwas über 30 Jahre lang sich mit der Sowjetunion und mit Russland beschäftigt, Studium, Promotion etc. Und war dann von 1995 bis 2005 rund 10 Jahre für die Robert Bosch GmbH im Land unterwegs in einer oder zwei produzierenden Einheiten. Und da hatte ich das Vergnügen, ein Controlling-System aufbauen zu dürfen in der russischen Provinz für einen internationalen Player. Das war eine sehr große Herausforderung, kann ich nur sagen, als Controller, als CFO für dieses Unternehmen. Das habe ich 2005 dann abgegeben, habe mich aber mit diesem Hintergrund Russland selbstständig gemacht, betreibe inzwischen meine eigene Firma in Deutschland als GmbH, in Russland mit zwei Tochtergesellschaften. Und über diese beiden Tochtergesellschaften betreuen wir im Wesentlichen deutschsprachige Kunden in Russland in allen Themen, die sich mit kaufmännischen Fragen beschäftigen, mit administrativen Fragen beschäftigen. Und da gehört natürlich im Wesentlichen auch Buchhaltung, Reporting, Controlling dazu. Okay, jetzt werden sich viele fragen, Arbeitskreis Moskau, wie kommt man da drauf? Der Arbeitskreis Moskau ist Bestandteil des internationalen Controllervereins, der auch diese Kongress hier ausrichtet. Wie ist es zur Gründung, zur Etablierung dieses Arbeitskreises gekommen? Ja, das war im Jahr 2016 dank einer Initiative des ICV selbst, die auf die Auslandshandelskammer in Moskau zugegangen sind. Dort gab es bereits einen Arbeitskreis oder ein Komitee, das nannte sich Steuern, Rechnungslegung, Controlling. Aber dieser Bereich Controlling war über einige Zeit hin eigentlich verwaist, weil es niemand gab, der diesen Controlling-Part abdecken konnte. Und wie gesagt, aufgrund der Initiative ICV und AHK hat man sich dann entschieden, aus diesem Arbeitskomitee eine eigene Arbeitsgruppe nur für Controlling zu eröffnen. Und dabei ist man dann auf mich zugekommen, hat mich gebeten, diese Leitung zu übernehmen, was ich sehr gerne dann auch gemacht habe. Sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass ich eben sehr viele, viele Jahre in konkret diesem Bereich Controlling in Russland aktiv war. Okay, wir müssen ein bisschen mit dem Tisch aufpassen, weil jedes Klopfen auf dem Tisch überträgt sich direkt aufs Mikrofon. Jetzt ist es auch so, was viele gar nicht wissen, es gibt auch einen russischen Controllerverein. Den gibt es schon seit einiger Zeit und der kooperiert auch mit dem internationalen Controllerverein. Wie ist da die Zusammenarbeit? Ja, mit dem Professor Falco arbeiten wir kooperativ sehr eng zusammen. Wir haben von ihm Referenten für unsere Arbeitsgruppe schon bekommen. Wir laden ihn natürlich auch immer ein. Ja. Er wird im Mai, also nächsten Monat, eine eigene Veranstaltung in einer russischen Region machen, zu der wir dann wieder teilnehmen werden. Ich selbst kann leider nicht kommen. Also es gibt eine enge Kooperation in Form von Referentenaustausch, Themenaustausch etc. Aber wir sind zwei eigenständige
Struktureinheiten. Strukturen, okay. Mhm. Wenn jetzt Hörer oder auch Seher unseren Podcast lauschen, dann fragt man sich natürlich immer, what's in it for me? Das ist ja sozusagen die wichtige Frage. Welchen Nutzen kann der Arbeitskreis Mozkau für mich liefern? Ja. Vielleicht betrachten wir das einfach mal aus zwei Perspektiven. Es gibt hier im deutschsprachigen Raum, im Dachraum, gibt es große Konzerne, aber auch mittelständische Häuser, die entsprechend in Russland oder auch in Moskau tätig sind. Und diese Muttergesellschaften, die können sicherlich einen Nutzen daraus ziehen, aus ihrer Arbeit. Was ist das für ein Nutzen, den diese Muttergesellschaften ziehen können, deren Töchter in Russland, in Moskau tätig sind? Mhm. Wir haben zunächst natürlich mal den Arbeitskreis oder die Arbeitsgruppe, wie sie dort formal wieder heißt, gegründet, oder mit der Überlegung, wie stimulieren wir überhaupt unsere potenziellen Teilnehmer, mhm, in Moskau dazuzukommen. Man muss dazu sagen, wir haben als Arbeitssprache Russisch, mhm, um eben nicht auf der Ebene der, ich sage mal, zum Teil etwas, ja, nicht tief verwurzelten Expats, CFOs unterwegs zu sein, sondern wirklich auf der Arbeitsebene unterwegs zu sein. Und ich glaube, da liegt der große Vorteil für diese Teilnehmer, dass sie in diesen Sitzungen, in diesen Veranstaltungen sich austauschen können, wie sind die Erfahrungen an der Schnittstelle, mhm, zwischen der Muttergesellschaft und der Tochtergesellschaft. Der CFO oder der Controller sitzt ja genau an dieser Schnittstelle. Mhm. Sie können sich austauschen, wie habt ihr diese Herausforderung, wie habt ihr jene Problemstellung, mhm, wie gesagt, an der Schnittstelle gelöst. Das ist ein großer Effekt, mhm, sprich, hier wird Kommunikation verbessert, hier werden Problemlösungsmethoden vorgestellt. Und der zweite Aspekt ist natürlich die lokale Vernetzung von, mhm, professionellen Controllern, von professionellen, mhm, Spezialisten, die untereinander dann schon wieder Themen aufgreifen können, die ihnen möglicherweise aus den Mutterhäusern gegengebracht werden. Mhm. Sprich, der eine ist Leader in einem Projekt, SAP, Logistik etc. Mhm. Wir stellen das dann vor, diskutieren das, wie kann man schon drauf eingehen, welche Problemstellungen kommen auf mich zu? Mhm. Was habe ich Fehler gemacht? Wie kann der Nächste es vermeiden? Also dieser Erfahrungsaustausch in der horizontalen Ebene und aber auch Richtung Mutterhäuser, das ist, glaube ich, der große Benefit. Mhm. Und das sollten auch die Mutterhäuser in Deutschland, ja, hoffentlich für sich sehen können. Und da arbeiten wir eben aktiv mit dem ICV zusammen, um auch in Deutschland noch ein bisschen dafür Werbung, okay, zu machen. Gehen wir vielleicht gleich noch ein bisschen auch ins Fachliche rein. Okay. Welche fachlichen Anforderungen in russischen Tochtergesellschaften möglicherweise besonders herausstechen? Mhm. Aber gucken wir uns jetzt erst die andere Perspektive an. Wir haben jetzt über die Muttergesellschaften gesprochen, den Nutzen, den die haben werden. Jetzt gibt es aber auch die lokalen Gesellschaften in Russland, in Moskau. Welchen Nutzen können Sie denen bieten? Ja, wir haben am Anfang dieser Veranstaltung eine große Abfrage gemacht. Wir haben Themen vorgeschlagen, 15, 16 verschiedene Themen, nach Prioritäten unsere Teilnehmer gefragt. Und da hat sich sehr signifikant einige Themen herauskristallisiert, die vor allen Dingen damit zu tun haben, was machen westliche Unternehmen an neuen Methoden, neuen Produkten im Bereich Controlling, im Bereich Rechnungswesen etc., um sich darauf vorzubereiten. Und genau für diese Themen suchen wir dann aus unseren Mitgliedern die Leader heraus, die sich mit solchen Themen schon beschäftigt haben oder aktuell beschäftigen, um dann an der Front praktisch vorstellen zu können, was, mhm, kommt da auf mich zu, wenn in der nächsten Welle vielleicht mein Unternehmen auf dieses Thema einsteigt. Mhm. Das sind, glaube ich, die ganz großen Vorteile, die wir in der Arbeitsgruppe generieren, okay, können. Gehen wir vielleicht auch noch mal auf die speziellen Herausforderungen der russischen Controller ein. Wenn wir hier auf dem Controller-Kongress sind, dann sehen wir, dass die Themen Digitalisierung, disruptive Geschäftsmodelle ein großes Thema sind, Veränderungen, die sich im Controlling ergeben werden, und das auch nicht erst seit heute, sondern schon seit vielen, vielen Jahren arbeitet der Controllerverein und der Controller-Kongress an diesem Thema, um Controllerinnen und Controller zu sensibilisieren. Wie sieht es in Russland aus, bei russischen Controllern? Was sind da aktuell die Themen, die Herausforderungen, die Sie besonders herausarbeiten würden? Ja, also wenn wir das Stichwort Digitalisierung nehmen, da sehe ich an der Stelle an
Offenheit seitens der russischen Teilnehmer eigentlich gar keine großen Probleme, denn unsere russischen Kollegen sind sehr technophil, kann man sagen. Also alles, was es an neuen Methoden, Features etc. gibt, lieben sie, Dashboards, irgendwelche sonstigen Devices, damit wird sehr, sehr gerne gearbeitet. Wo es Probleme gibt, sind dann die Abgrenzungsfragen, wenn in Russland etwas anders gemacht werden muss, weil es eben nun mal noch keine IFRS-Standards gibt, noch keine IAS-Regeln in dem Sinne, sondern man arbeitet sich in Russland eigentlich immer noch von der russischen Steuerrechnungslegung nach oben in Richtung internationale Standards. Und das sind so diese Breaks, die wir haben, die häufig in den Mutterhäusern dann nicht verstanden werden, dass in Russland hier noch ganz andere Levels bestehen. Und es wird auch häufig nicht darauf geachtet, dass man genau für diese Themen, nämlich Controlling, nicht einen russischen Buchhalter nimmt, sondern wirklich einen Controller dafür ausbildet oder sich einen sucht. Mhm. Und ich sage immer, ein russischer Buchhalter denkt in den zwei Ziffern hinterm Komma und der Controller sollte in den vielen Stellen vor dem Komma denken. Und hier werden meiner Meinung nach immer noch, ja, Probleme generiert, indem man eben Buchhalter versucht, zu Controllern oder zu CFOs zu machen. Und an der Stelle versuchen wir zu arbeiten, dass das sich auch ändert. Okay, jetzt haben Controller oder das Controlling hat ja im deutschsprachigen Raum, im europäischen Raum auch einen langen Weg schon hinter sich. Der internationale Controllerverein hat da natürlich auch wertvolle Impulse und Beiträge geliefert. Und ein wichtiges Element, ein wichtiger Baustein ist sicherlich, dass, ich glaube, es keine Frage mehr ist, dass ein Controller ein Businesspartner des Managements ist. Wie sieht das in Russland aus? Ist das da auch schon so? Oder wie ist das Standing entsprechend der Controller vor Ort? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und hier müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen den Unternehmen, die, sag ich mal, von Westen finanziert werden, beziehungsweise von westlichen Unternehmen Tochtergesellschaften sind, und den klassischen russischen Unternehmen. In den klassischen russischen Unternehmen ist das Thema Controlling leider nach wie vor kein besonderes Thema. Das liegt aber eher daran, dass dort ein russischer Generaldirektor die Firma führt. Und er hat keinen Partner neben sich. Okay. Er führt die Firma hierarchisch von oben nach unten und ein Controller ist da nicht gewünscht. Nicht der Businesspartner aktuell? Überhaupt nicht der Businesspartner, sondern hier reden wir wirklich nicht über Controller, sondern über Kontrolle. Ja. Insofern ist das wahrscheinlich ein Thema, das über die nächsten Jahre vielleicht langsam noch in die Gesellschaft, in die Strukturen, in die Businesswelt hineinsickern muss. Aber nur dann, und wir kriegen immer wieder auch Anfragen von russischen Unternehmen, ob und wie wir eventuell mal Controlling-Prozesse generieren könnten, aufsetzen könnten etc. Und ich sage immer, ich möchte zuerst mit dem Generaldirektor sprechen. Wenn der Generaldirektor bereit ist, Kompetenz- und Hierarchiepositionen abzugeben, dann können wir starten mit dem Controlling-Prozess. Ohne das geht es nicht, weil Controlling ist ein Prozess, der bottom-up funktionieren muss und nicht nur top-down. Und an der Stelle sagen wir, haben wir in den klassischen russischen Betrieben, Unternehmen noch erhebliche Akzeptanzprobleme. In den westlichen Tochtergesellschaften ist es natürlich ganz klar, das ist ein Muss und es muss und es wird etabliert. Und dafür gibt es inzwischen aber auch, und das finde ich sehr spannend, eine neue russische Generation. Denn wie gesagt, wir arbeiten mit russischen Teilnehmern, wir arbeiten nicht mit Experts, wir arbeiten nicht mit den entsandten CFOs, sondern wir arbeiten auf der russischen Ebene. Und hier hat sich in den letzten Jahren erkennbar ein doch gutes bis sehr gutes Qualifikationsniveau herausgebildet. Okay, ich glaube, das waren ganz wichtige Informationen, denn wenn ein Unternehmen im Dachbereich hingeht und eine Tochtergesellschaft beispielsweise akquiriert in Russland, dann sollte man natürlich vorher die Besonderheiten wissen und nicht denken, dass Controlling so läuft, wie man es gewohnt ist. Und wenn man das vorher nicht weiß, dann kann es auch nach hinten losgehen und zu Problemen führen. Das kann man vermeiden und von daher macht dieser Arbeitskreis natürlich eine wichtige Aufgabe wahr. Wenn jemand jetzt uns zugehört hat, uns zugesehen hat und sagt, Mensch, wie komme ich da in Kontakt? Wie kann das gelingen?
Ja, gelingen kann das entweder, indem er über den ICV hier Kontakt aufnimmt oder über die Auslandshandelskammer oder natürlich auch über uns persönlich, über meine Firma, die in Moskau aktiv ist. Wir nehmen die Person dann auf, versuchen das Problem mit ihnen zu diskutieren, versuchen natürlich auch den lokalen Controller dann sofort einzuladen, denn wir haben die Möglichkeit geschaffen, nicht nur physisch an unseren Arbeitsgruppentreffen teilzunehmen, sondern auch per Fernzugriff nach einer Registrierung kann man sich über Skype zuschalten und an diesen Veranstaltungen aktiv teilnehmen. Okay, wir werden alle Links, alle Kontaktlinks werden wir in die Shownotes natürlich auch entsprechend schreiben, sodass jemand, der Interesse hat, direkt den Kontakt zu Ihnen findet. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schneider, für dieses spannende Interview und für die Informationen, die Sie uns hier gegeben haben. Ja, auch Ihnen vielen Dank und ich hoffe auf rege Teilnahme und ich beantworte gerne auch im Nachgang noch per E-Mail oder wie auch immer weitere Fragen und stehe natürlich als Ansprechpartner zur Verfügung. Sehr gerne. Vielen Dank. Herzlichen Dank.